Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wer das Bild nicht richtig lesen konnte, der spult bitte kurz zurück, macht auf Stopp und liest erstmal. Und jetzt fängt es an, inshallah ta'ala. Was hat es nun wirklich mit dieser Warnung auf sich? Ich sage euch mal ganz einfach, Allahu a'lam, ich weiß es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wir Muslime, wir werden immer bedroht. Und das ist ganz klar. Doch wollen wir nicht sagen, dass doch was passiert oder doch nicht etwas passiert? Allahu a'lam, meine lieben Geschwister, wir müssen immer vorsichtig sein. Und diese Nachricht, wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich möchte sie auf gar keinen Fall leicht nehmen. Man weiß nie, was passiert. Deswegen sollten wir uns darauf vorbereiten. Und wisst, dass diese Leute nur ein kleiner Teil in Deutschland sind, denn die meisten Leute in Deutschland sind nicht so dumm wie diese Leute. Und lasst euch nicht provozieren, bleibt ruhig, bleibt stark. Bitte, liebe Brüder, lasst euch nicht provozieren. Und ich bitte euch, liebe Schwestern, passt auf euch auf. Und liebe Geschwister im Islam, mehr möchte ich hier nicht sagen. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich sowas normalerweise nicht mache. Aber wenn ich schon eine große Reichweite habe, so fühle ich mich verpflichtend, euch davor zu warnen, ob es jetzt nun geschieht oder nicht. Wir sagen, inshallah, geschieht nichts. Und selbst wenn ich auch nur 5 Kontakte hätte, so würde ich diese 5 Kontakte, inshallah ta'ala, warnen. Bitte, ich weiß, dieses Video könnte jetzt eventuell in diesen 2 Tagen 1 bis 2000 Aufrufe erreichen. Doch in Deutschland gibt es nicht nur 1 oder 2000 Muslime. Deswegen, bitte, liebe Geschwister, ob was geschieht oder nicht, warnt eure Geschwister für Allah subhanahu wa ta'ala. Link kopieren, Link teilen, Link verschicken. Und das war's, inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dem Bösen beschützen und uns Erfolg geben. Amin. Und möge Allah azza wa jal jeden Einzelnen, der seine Geschwister für Allah subhanahu wa ta'ala warnt, mit der höchsten Stufe des Paradieses belohnen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.